So. Wie geht's? Wie geht's? Verkaufen, verkaufen. Bis demnächst. Oh, hallo. Ein Agent. Nein, danke. Hallo. Kirche der Sonne. Piratenschatz. Die Inseln in der Schmugglerbucht bergen einen Haufen Piratengold. Das heißt natürlich nur, wenn du an den Kannibalen vorbeikommst und den Schatz finden kannst. Okay. Klingt nach einer Herausforderung. Verzauberer. Oh. Oh, hallo. Suchauftrag. In der Nähe ist ein Tempel, der dem Orden der Faust gewidmet ist. Ich habe einmal selbst zu diesem Orden gehört, aber sie haben kürzlich einen mächtigen, bösen Kristall entdeckt. Sie hoffen, über diesen Kristall mit dem Tempel von Bar ins Geschäft zu kommen. Ich möchte nicht sehen, wie dieser Kristall in Bars Hände fällt. Er muss zerstört werden. Bitte infiltriere. Das kann nicht gut gehen. Bitte infiltriere den Tempel und zerstöre den Kristall. Infiltrieren, ne? Wir sind nicht so die dezenten Leute. Hier noch was? Hallo. Zaubermeister. Was machst denn du? 4 Punkte auf alles. Okay, genau wie die andere auch. Oh, hallo. Haus der Heilung. Geh weg. Haus der Heilung. Nö. Also im Tempel klingt schon ein wenig zu schwierig für uns. Wenn wir nicht mit Dragona schaffen, werden wir nicht irgend so einen Mönchsorden auseinandernehmen können. Und wir haben gar keine Buffs. Und das sind sehr viele rote Punkte. Sehr, sehr viele rote Punkte. Brutzel, brutzel, zisch. Du, Heldentum. Du wächst Menschen sterben. Oh, 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 oh. Komm, weg, 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 weg. Ganz schön zäh, die roten Echsen. Kaputt, kaputt. Das ist noch mehr. Also ich denke, wir können uns hier eine ganze Weile beschäftigen. Hier draußen, bevor wir irgendeinen Dungeon angehen müssen. Oh, Lay schaut nicht gut aus. Schaut echt nicht gut aus. Heilen. Trefferpunkte mit dem Feuerstrahl. Wir brauchen echt ordentlich als Feuerzauber für sie. Der würde sie richtig Schaden verursachen. So ein Meteorregen oder ein Feuerball. Das hätte was. So, Lay ist gleich K.O. Mürrum sieht auch nicht so schick aus. Oh, 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 oh. Dafür sind es auch nicht mehr allzu viele rote Punkte um uns rum. So, du. Medizinmann, stirb. Ruhe. Sehr schön. Das da wird der Tempel sein, hm? Gucken wir mal ganz kurz. Also nicht, dass ich reingehen wollen würde. Aber nur für später, damit wir wissen, ob er es ist oder nicht. Tempel der Faust, jo. Okay. Schlafen. Buffen. Weiter töten. Jo, da sind welche. Ich habe immer so einen halben Blick auf der Minimap mit den ganzen roten Punkten. Und wie die da mal so rumwuseln, das ist abgefahren. So. Mitten rein. Schön plündern. 1, 2 mitnehmen. Oh, da ist eine Kiste. Und Knochen. Und sehr, sehr viele stinkige Kannibalen. Komischerweise direkt neben der Siedlung hausen und keiner sich daran stört. Oh, na gut. Barkeeper sind ja auch Goblins, das
Sagt wohl recht viel über die Siedlung hier aus, oder? Weg, 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 weg. Und Lana. Heilen. Knochen. Knochen. Ganz schön viele Knochen hier. So, du Wunden heilen. Zauberpunkte sind gleich alle, das heißt, wir sollten auf Heldentum wechseln. Ja, doch, das ist machbar. Sehr gut machbar. So, da hinten ist noch Medizinmann, der nervt schon die ganze Zeit. Genau, du. So, noch weiße und ein Milzmann. Oder grau. Komisch. Pink. Die halt. Und nicht aus Versehen einen Zivilisten treffen. Das wäre super. Und Ruhe. Ja, doch, war eine sehr schöne Idee herzukommen. Also scheint genau unsere Kragenweite zu sein. Nicht allzu einfach. Nicht zu schwer. Das Essen lassen wir diesmal in Ruhe. Kiste. Erstmal schlafen. Denn die letzte Kiste war nicht ganz so toll für uns. Auge. Segen. Und... Ho, 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 ho. Weg. Dahin. Irgendjemand kann es gebrauchen, bestimmt. Dahin. Glück plus 8. So, kann weg. Kann zu ihr, kann zu ihr, kann zu ihr. Sie müsste inzwischen ganz gut Glück haben, hm? 29. Oh, ist okay. Und wir haben langsam echt genug Flaschen, um ein bisschen rum zu experimentieren. Haken ist nur, dass das wirklich ganz schön in die Hose gehen kann. Also nicht nur so, ein Charakter stirbt, sondern nein, der Charakter wird ausgelöscht. Und das kostet dann zigtausend Gold, die wiederherzustellen. Also bin ich da noch etwas skeptisch. So, da hinten leben noch kleine Restposten. Du weg, du weg. Genau du da. Du bist ein Restposten. Weg, 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 weg. Mhm. Was sagt eigentlich die... Oh. Sag eigentlich die Karte. Karte sagt, das war's schon. Ja, also die Schmugglerbucht hier ist wirklich nicht besonders groß. Wir haben jetzt hier einen Zirkus, da das Dorf, da die Hallen des Feuerlords und da den Tempel der Faust. Und wir werden weder in den Tempel der Faust noch in die Hallen des Feuerlords gehen, weil es einfach viel zu garstig klingt. Das heißt, wir gehen jetzt ins nächste Gebiet und das wäre Freehaven, die so ziemlich größte Stadt hier in der Gegend. Freut sich anscheinend darüber, dass wir gerade nach Freehaven gekommen sind. Zu einem ziemlich großen Schloss vor Freehaven. Thronsaal. Lord Osric Temper, der erste Ritter. Herzog Osric Temper, Herr des Westens und oberster Ritter des Reichs. Mit Ansage sogar. Kavallerist? Ich bin der Waffenmeister, der in ganz Enros für die Beförderung der Ritter zuständig ist. Ho, 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 ho. Also, Gerogon ist doch einer. Würdige Ritter werden zum Kavalleristen berufen. Kavalleristen verkörpern den Geist der Tat und der Zielgerichtetheit. Hinter ihrer beispielhaften Tapferkeit stürmen Armeen in die Schlacht und Feinde fliehen vor Angst. Aber um ein Kavallerist zu werden, muss eine Autoritätsperson dich nominieren. Wenn du die Nominierung eines Kavalleristen bekommst... würde das schon reichen. Okay. Wir müssen also nur eine wichtige Person finden, die sagt, okay, wir hätten dich gerne als Kavalleristen. Klingt nicht allzu schwer. Und ein Suchauftrag. Ich habe viel zu tun und nicht viel Zeit zum Plaudern. Ich bereite einige Feldzüge vor, um die Teufel an der Westküste anzugreifen. Du musst verstehen, dass nichts in Enros eine so große Bedrohung darstellt wie sie. Ich wünschte, die anderen Fürsten würden mir helfen, indem sie Vorräte oder Truppen schicken. Oder nur bei der Planung helfen würden.
Sie verbringen mehr Zeit damit, sich über Gesetze, Grenzen und Handel zu streiten, als dass sie mir helfen, mit den wahren Bedrohungen fertig zu werden. Die Teufel haben einen Vorposten im Paradiestal in der Nähe der Wachberge. Von dort führen sie kleinere Raubzüge durch und sammeln Informationen über unsere Truppen. Du musst dich in 2-3 Jahren einschleichen und den Vorposten angreifen. Sammle alle Informationen über die Stützpunkte der Teufel und ihre Patrouillen, die du finden kannst, und zerstöre den Vorposten. Lass keinen der Teufel entkommen. Überraschung und Geheimhaltung sind deine besten Verbündeten. Ja, wie gesagt, in 2-3 Jahren sind wir soweit. Aber schön, dass er uns den Auftrag jetzt schon mal gegeben hat. Was haben wir da hinten? Die kennen wir doch. Magier. So, einmal durchrasen. Oh. Na komm schon. So viel zum Durchrasen. Halten doch einen dicken mehr aus. Oder wir töten aber nicht schnell genug. Ich denke ja, wir töten nicht schnell genug. Ah, und es sind auch nicht so viele Rote dabei. Die Roten waren die ganz einfachen. So, weg, 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 weg. Okay, das war garstiger, als ich gedacht hätte. Ist hier eine Kiste? Nö, leider nicht. Sagt die Karte. Die Karte sagt, da geht's weg. Zurück nach Schmugglerbucht. Schmugglerbucht, ja, nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen genau in die andere Richtung. Nämlich zur großen Stadt. Die da drüben anscheinend schon anfängt. Sehr gut. Kommst mit. Hops. So. Ist das hier ein Tempel? Der Hohe Rat. Daumen runter, Daumen runter, Daumen runter, Daumen runter, Daumen runter, Daumen runter. Ja, also das sind die Repräsentanten der wichtigen Persönlichkeiten hier im Lande. Und je nachdem, wie viele Aufträge wir erledigt haben, kriegen wir halt mehr Daumen hoch hier. Und kommen so bei unserer Queste weiter voran. Jetzt haben wir allerdings erstmal eine riesige Stadt aufzudecken. Ja, wo fangen wir an? Ich denke, wir fangen an mit einer Kneipe. Schlafen erstmal. Und machen dann morgen früh weiter. Oh. Geht es kaputt? Hast du es gekauft? Genau, geht es kaputt. 2 Gold, Glasflaschen oder irgendwelche Kräuter. So. Also Kräuterhändler lassen uns natürlich nicht entgehen. Privathäuser müssen wir alle später gucken. Es wird sehr lange dauern, alle Privathäuser durchzugehen. Aber ich denke, das wird sich definitiv lohnen. Eine Bank. Ja doch, Bank könnte sich auch lohnen. Was kann ich für dich tun? Wir haben noch 7000. Ups. Habe ich ganz vergessen, dass wir noch was auf der hohen Kante haben. Oh komm schon, gib eine Taverne. Wir sind hier am Hafen, hier müsste eigentlich eine sein. Genau, wie sich das gehört. Freut mich, dich zu sehen. Das Flüsterecho. So, so. Und schön erholt können wir das ganze Ding jetzt angehen. Also, wir fangen unten rechts an und arbeiten uns dann langsam durch, würde ich sagen. Also hier war die große Ratshalle. Und hier fangen wir jetzt an. Aber ich speichere erstmal ab und dann sehen wir uns gleich wieder.